Die Zitadelle der Geister. Dies ist die Heimstatt der Toten auf der Erde und das Tor der Verstorbenen auf ihrem Weg in die vierte Sphäre. Am Weltenpuls gelegen, mag hier der geschulte Geister mit einem Wort rufen und mit einer Handbewegung beherrschen. Nicht alle Geister vermögen gleichzeitig die Pforte und ihre Wächter zu passieren, und ihr Klagen, Heulen und Kichern erfüllt die Zitadelle, deren Spitze sich im Diesseits und deren Fundament sich im Jenseits befindet. Mit einer ohrenbetäubenden Kakophonie. Es gierte den Geistern nach Blut, sie beneiden die Lebenden und trachten danach, in sie einzufahren und noch einmal die Freuden des Lebens zu genießen. Nur wer die richtigen Rituale kennt, vermag die Zitadelle zu betreten und ihre Geheimnisse zu ergründen. Die Totenwächter bewachen die Pforte, hindern die Geister daran, ungeprüft in die Totenhalle durchzubrechen und achten, dass die heulende Finsternis nicht durch die Ritzen der Zitadelle entweicht. Die Rituale aber werden von den Zitadellenwächtern eifersüchtig gehütet. Und wo einst geschuppte Wache hielten, ist über die heutigen Behüter nichts bekannt. Wer aber weder Wächter des Tores noch Behüter der Zitadelle ist und trotzdem danach trachtet, die Pforte zu beherrschen, den erwartet Tod und Tod und das Yakai. Wege ohne Namen, Pforten des Grauens, Abschrift aus dem Brabakia, Yarum Horas Zeit. Übersetzt aus dem Selemja. Eure Wege führen euch mittlerweile durch die ganze Stadt. Yalan versucht sein Glück als Prophet des goldenen Albuin am Schlund und hetzt gegen die Kirchenstruktur unter Amos Schiljak. Abelmir versucht, die Ehre des Horasreiches zu retten und sabotiert die Kiste eines Mannes, der sich als ein solcher ausgab. Gift wird ihn die nächsten Stunden töten und seine Betrugsmaschinerie verhindern. Boltax und Zulamin derweil deuten die Zeichen und suchen nach dem mysteriösen Hofastrologen ohne Namen. Ihr Weg führt sie nach kurzer Zeit in schlichter Tracht und langweiligem Grau auf den Silberberg. Dort hoffen sie, als Geweihte, Zutritt zu den Palästen und dem Anwesen der Wilmans. Rafims Aufträge verbleiben Verschlusssache und Geheimhaltungsstufe der Boron-Kirche und Basaltfaust. Diamantis trainiert Dolche im Sande des Chortempels gemeinsam mit der neuen Abenteurerin und der Jägerin Hyvilla Marix Fuchsecker. So schreiben wir den 18. Travier, Mitte des Tages. Über euch im Urwald, im Westen, quakt und blökt es laut zu euch herüber. Vögel zwitschern, Affen keckern vom Wiesra herab. Wir beginnen mit Abelmir. Nun, ich kehre zurück auf dieses Schiff. Steuermann! Ja? Mo Kapitän? Wo sind meine Gefährten? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht solltet ihr Haswolf fragen? Gut. Nun ja, es wird nicht schaden. Sie werden ihre eigenen Dinge tun. Abenteuerkapitän, was blökt ihr hier herum? Ich wollte wissen, wo meine Gefährten sind. Wisst ihr Bescheid? Also Zudamin und Boltax wollten zur Universität gehen, mit diesem Astrologen sprechen oder sowas, sagten sie. Deuten der Zeichen. Ihr wisst, dieses Pendel, was wir in unserer Kapelle haben. Und auch sind sie nicht zurückgekehrt. Nun, hat sich Rafim wieder gemeldet? Bisher noch nicht. Nun gut. Sagt mir Bescheid, wenn sie zurückkommen. Ihr seid in eurer Kajüte? Exakt. Habt ihr jetzt wieder die Verantwortung? Dann bin ich mal wieder im Swafnir-Tempel. Gut. Was wohl, Abenteuer. Wache! Jawohl! Sag Bescheid, wenn meine Gefährten auftauchen. Ich bin in meiner Kajüte. Jawohl. Gut. Dann kannst du in deine Kajüte gehen. Du möchtest Stabzauber hinterlassen, korrekt? Ja. Oder einen Fortifix einsprechen und einen Attributo, Schnellsteigerung. Und ja, mich danach, um meine Kraft wieder aufzufrischen, eine astrale Meditation durchführen. Und ich würde dazu natürlich die Kajüte verschließen. Und nachdem ich das alles vollbracht habe, nach wahrscheinlich 2-3 Stunden vermutlich, würde ich mir einen Tee zu bereiten aus den heilenden Kräutern. Und nun ja, damit habe ich reichlich zu tun. Ich würde vielleicht vorher eine Plane ausbreiten auf dem Boden, damit das Blut, das
aus meinem Körper tritt, nicht unbedingt den wunderschönen Kaminenboden versaut. Und ja. Ausgezeichnet. Dann kannst du wieder astral meditieren und deine Wunden wieder versuchen mit dem Tee wieder zu verschließen und sinkst dann mit starken Kopfschmerzen in einen Schlaf. Derweil kann sich Jalan in einem der Gärten, hat es sich dann in dieses Grafenviertel neben dem Schlund wieder zurückgezogen, über Mauern gesprungen, über Dächer gehechtet, kannst dann dich wieder durch den nächsten Garten hindurchpirschen, hat das dann wohl noch irgendwie einer, na Grandessa war es nicht, aber wohl einer etwas reicheren Fahner dann wieder einmal winkend zugegrüßt, als du dann durch ihren Vorgarten gesprungen bist und stehst jetzt irgendwo wieder in der Nähe des Drachenmarktes in den Gassen von Groß Alanfa. Ich habe meine Maske natürlich abgenommen, bevor ich auf die Straße getreten bin. Und mache mich jetzt mit geducktem Haupt. Wie viel Uhr haben wir? Nachmittag, oder? Ja, so 14, 15 Uhr. Ja, mache mich mit eher geducktem Haupt auf den Weg Richtung Hafen. Und hoffe, dass man mich überhaupt auf dem Schiff reinlässt. Ja, du hattest dich ja mit SO2 versucht auszugeben. Es ist nur SO3 geworden. Und wenn du dann erstmal im Hafen auf das Schiff zutrittst, dann wird du auch sehen, dass zwei gute Kartengardisten dann auf dich zutreten und dich Fenster anblicken. Denke, Arbeiten, bitte. Verschwinde, du Pack. Hey, erkennt ihr mich wohl nicht? Dich haben wir noch nie gesehen. Verpiss dich. Ich pack ihn irgendwie, oder... Ja, ich kann ihn mit der Eisenhand ja nicht packen, die bewegt sich ja schlecht. Ja, aber ich stupf, wenn er sie sieht, dann... Eisenhand an und ruf ihn zu. Junge, wenn du mich nicht gleich reinlässt, kannst du die nächsten 3 Wochen das Deck schrubben. Na, okay, verzeiht, ich hatte die Eisenhand nicht gesehen. Sieht scheiße aus. Danke auch, aus dem Weg. Ja, damit, also er macht dir auch nicht wirklich Platz, du musst ihn dann mit der Schulter so ein bisschen anrempeln, aber... Das mache ich auch, mit viel Genuss. Okay, also er ist halt genauso geladen, weil du einfach scheiße aussiehst und er lässt sich da dann eben auch nicht ins Wörtchen reden. Ja, Haswell kommt dann wohl gerade an dir vorbei. Du siehst scheiße aus. Aber das hat die Wache eben auch gesagt. Abel ist in seiner Kajüte, aber ich weiß nicht, ob du ihn stören sollst. Egal, ich bin weg. Weil ich gerade so richtig schön wütend bin, störe ich aber mir, nämlich einfach in die Kajüte platze. Ich wohne ja abgeschlossen. Dann macht es gerade einen Rums, als Jan dann sich gegen die Tür wirft und er dann erst merkt, dass sie verschlossen ist. Hey! Aber mir! Keine Reaktion. Ich habe kein Jetson, also werde ich jetzt nicht die Tür eintreten. Ich ziehe mich dann in unsere Kapelle zurück. Für den Rest des Tages, denke ich, denn ich habe ein Ritual vor. Okay, was möchtest du tun? Ich werde ein Objektweihe sprechen. Objektweihe, okay. Objektweihe. Auf deine Hand oder was hast du vor? bis gerade nicht, aber jetzt ja. Okay, ja, wohin wolltest du sonst auf dein Schwert? Ich gerade hier Objektweihe, um eine zweier Liturgie hineinzubinden. Was wolltest du sonst meinen? Sag mal. Ich dachte einfach nur an ein kleines Amulett, aber nein, jetzt wird's ja. Das ist. Ich schmeiß einfach mal den Wurf, denn die LKP-Sterne sind nicht wirklich relevant. Ich denke nicht, dass das Ding länger als eine Woche halten muss. Okay, ja. Und ich möchte, wie gesagt, eine Grad 2 Liturgie dort hineinbinden. Und zwar ist das Vexens Verteidigung. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Wie hatten wir uns geeinigt? LKP Stern für die gebundene Liturgie werden vor Ort ausgewürfelt? Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt schon mal Objekt... Ja, ich habe es definitiv schon mal mit einer goldenen Rüstung gemacht. Und ich weiß, dass ich dann sehr panisch da gesessen habe und geblättert habe und nirgendwo steht, wie gammale Artefakte ausgelöst werden. Wahrscheinlich mit einer Liturgiekenntnis und einer Aktion, oder? Ja, das war, da kamen wir dann auch drauf. Ich weiß noch nicht mehr, ob wir beim Einsprechen also oder beim Rausholen. Wie ein Stabzauber, genau. Okay, dann würfle ich einfach beim Rausholen. Ja. Genau, richtig. Das heißt, mit einer Aktion kannst du dann deine Fexensverteidigung rausholen und dann noch beschreiben, was sie tut. Ja, das werde ich dann machen. Und dann werde ich den Rest des Tages, denke ich, in der Kapelle verbringen und über die Geschehnisse des Tages nachsinnieren, aka Preis um Verständnis bitten. Dies als Meditation gelten lassen. Gut. Ja, es kommen auch einige Matrosen vorbei, also nicht viele, aber ab und zu mal wegen den verschiedensten Göttern, natürlich auch viel Effort, aber wenn du dann dabei sitzt, kannst du dir noch wohl ein bisschen etwas über Preis erzählen. Dass dann natürlich auch deine Meditation nicht konträr läuft, sondern eben dem auch dann wohl zu viel mitläuft.
Ja, es ist teilweise, glaube ich, schwer verständlich oder es schwankt sehr ins Typen, die in die Sonne blicken ab, denn ich bin ja mittlerweile sehr entrückt. Wie viele Entrückungen hast du? Zwei, also sorry, 20, also 2 Punkte Erleichterung auch. Ja. Proben. Oh, das ist gar nicht mehr so gut. Ich möchte gern das ganze Ding shippen. 20 Karma ausgegeben. 15 wieder rein. Ich bin jetzt mit 35 Punkten entrückt. Also für heute vermutlich nicht mehr zu gebrauchen. Okay, gut. Aber heute ist ja auch nicht mehr so viel. Dann, Rafim, du trittst natürlich vom Silberberg wieder nach unten, hast gerade die Abschlussbesprechung im Ordenshaus der Basaltfaust gehabt und mit einem zufriedenen Knirschen kannst du dann die paar Sandkieselchen unter dem Weg dann dir zertreten und ja, gehst dann wohl gerade wieder zurück in Richtung des Schiffes? Ja, korrekt. Gut, dann gehst du den Weg entlang vorbei an den vielen zahlreichen Villen, den zahlreichen Grandessas, die da irgendwie im Park spielen oder sich irgendwie anders vergnügen. Einige, die dir zuwinken, kichern, wohl dir da auch irgendwie hinterher flüstern oder sowas, sich mit ihren Seidenfächern irgendwie Wind zuwedeln oder irgendwelche ausgestopften Krokodile, die da betrachtet werden, ob man sie dann kaufen mag oder nicht. Und dann in Richtung des Tores vom Silberberg. Als die Tür geöffnet wird, kannst du den Hauptmann der Wache erkennen von der Dukatengarde, Emilio Adranes. Und ja, als du gerade an ihm vorbeigehen willst, kannst du sehen, wie sich aus dem Schrägaufzug zwei Gestalten dir entgegen begeben. Du hast sie auf den ersten Blick gar nicht erkannt, aber Zulamins herausragendes Aussehen und die, ja, kleine Gestalt von Boltax fällt dann hier doch wohl etwas auf, sodass du sie erkennen kannst. Trotz ihrer Verkleidung, sie sind ganz in Grau gewandelt. Keine Lumpen, aber andere Klamotten, als sie sonst tragen. Kann ich eine Götter- und Kulte würfeln, um zu erkennen, was für Zeichen sie da tragen oder was die grauen Roben für eine Aussagekraft haben? Du kannst eine Götter- und Kulte-Probe würfeln. Und das, was dir auffällt, ist, dass sie überhaupt keine Symboliken aufweist. Also gar nichts. Sie sind blank. Und das widerspricht auch dem von Fex, denn normalerweise Fex hätte so ein kleines Dreieck auf irgendeiner Gewandseite, je nachdem, wie man es kippen muss. Du weißt nicht genau, welche Richtung das Dreieck gekippt sein muss. Entweder das ist Nandus oder Fex, aber spielt auch keine Rolle. Sie haben gar keine Dreiecke drauf. Ja, Ruff, ich will marschier mal mit großen Schritten auf die beiden zu. Renke meine Arme. Kann ich ihnen helfen? Rafim, was für eine Freude. Sind deine Dienste für heute beendet? Du auf dem Weg zurück aufs Schiff? Ja, ich musste nur Wache stehen. Ich habe irgendwas von Dschungel gehört. Ist das ein Codewort bei euch? Ah, vermutlich darfst du gar nichts dazu sagen. Nein, Wachdienst. Ab und zu ist jeder mal dran. Und ich war ja lang nicht da, da muss man auch mal Wache schieben. Verstehe. Na ja, gut, das macht Sinn. Naja, du bist jetzt ziemlich lange drumherum gekommen. Aber das ist echt ein Glück, dass wir dich jetzt treffen, denn wir wollen auf den Silberberg. Ja, warum mit diesem Aufzug? Weil dieser Aufzug notwendig ist. Lange Geschichte. Wir wollten eigentlich nochmal zu diesem Astrologen. Ich wollte mir selbst ein Bild davon machen, ob er einfach nur ein Scharlatan ist oder ob an der ganzen Sache was dran ist. Aber er war nicht da. Er ist offenbar bei den Willmanns und nun... Wir müssen diese Kleidung tragen, um zu den Willmanns vorgelassen zu werden. Warum? Keine Ahnung. Die scheinen irgendein Problem mit Zeichen, Symbolen zu haben. Also du siehst jetzt auch, dass Zulamin lange Handschuhe trägt, dass man ihre Tätowierungen nicht mehr sieht. Nun, warum auch immer. Aber dieser Nandus-Geweihte, den wir getroffen haben, hat uns irgendwie neugierig gemacht. Ja, seid ihr denn eingeladen? Oder? Nicht wirklich. Oh. Ich denke, wir könnten die Einladung zum Fest überbringen. Denn wenn sie nichts Schriftliches sehen wollen, müsste man sie ihnen wohl mündlich bringen? Richtig. Ja, gewissermaßen eine Freude für sie, uns kennenzulernen. Naja, also ich
kann euch schon dahin bringen, aber wenn die euch dann bitten zu gehen, dann müsstet ihr schon gehen. Das ist selbstverständlich. Wir wollen ja nicht einen negativen Eindruck hinterlassen, nicht wahr? Ja, ich sag das nur, weil Jalan immer durch irgendwelche Fenster klettert und das müsste ich jetzt hier mal verhindern, das versteht ihr doch sicher. Das ist mir klar. Ich würde auch nicht durch die Fenster klettern. Das ist für mich eine größere Herausforderung als für Jalan. Das ist doch gar nicht unser Stil. Richtig. Ich wollte nur gesagt haben, nicht, dass sich am Ende einer wundert, wenn hier jemand am Kragen gepackt wird. Ja. Aber ja, ich kann euch bis zur Villa bringen, ich kann aber nicht mit rein. Das ist nicht schlimm. Ja, und es wäre auch gut, wenn ihr da, also ich würde draußen auf euch warten und dann, dass ihr mit mir wieder geht, okay? Ja, kein Problem. Tut mir ja auch leid, aber die Sicherheitsmaßnahmen hier sind sehr streng. Hier stirbt ständig jemand. Wir können auch wieder zu eurer Festung kommen, dass du nicht auf der Straße herumstehen musst. Oder würde man uns aufhalten? Naja, also man würde euch nicht aufhalten, mich aber vermutlich auspeitschen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, das finde ich jetzt persönlich auch keine schöne Alternative. Hätten die Peitschenhiebe denn überhaupt noch einen Effekt? Ich meine, bei deiner krustigen Haut. Naja, sagen wir es mal so. Verzeiht mal, lieber Saltfaust, sollen wir das Tor wieder schließen, oder? Oh, entschuldigt, dass ich euch aufhalte. Die beiden, der Herr und die Dame, die gehört zu mir, die besuchen die Willmanns. Ich bringe die entweder gleich wieder raus oder eskortiere die nachher raus. Dann lassen wir das Tor für euch offen. Ich würde euch allerdings gerne bitten, dass ihr nun reintretet. Natürlich, wir wollen euch ja nicht aufhalten. Immer wachsam. Sehr schön. Fahrer sammeln sich gerne, vor allem auf dem Söldnermarkt. Wir wollen den Vorstoß, sollten sie einen Wagen, doch gerne mit den Toren verhindern. Auch wenn ihr hier steht am Tor, mein Herr, aber sicher ist sicher. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich beim nächsten Vorstoß wieder dabei bin. Ah, ist das schön. Aber kommt, wir halten die Herren auf, das ist nicht in Ordnung. Ja, so könnt ihr den Pfad zum Silberbergtor wieder betreten und hinter euch schließt sich wieder das schwere Tor, was wohl wieder mehr kostet als eine der Villen im Horusreich. Vor euch auf der rechten und linken Seite dann die großen Gebäude von Bonneret und von Padigan mit den zahlreichen Parks, den Gewässern und den kleinen Gebäuden, die zum Flanieren einladen. Einige Tiere, Flamingos, die dort stehen, zu euch neugierig rüberblicken. Es ist nicht immer wieder ein bezaubernder Anblick. Der ganze Reichtum. Tja, die Granden wissen, wie man es sich gut gehen lässt. Ja, okay, Boltax, du kannst natürlich nicht über die meisten Hecken gucken, aber ich kann dir versprechen, es sieht sehr beeindruckend aus. Och, ich finde die Hecken auch sehr beeindruckend. Das sind sehr schöne Pflanzen. Seht mal, ich glaube, das da vorne ist ein Buchsbaum und das sieht auch sehr gepflegt aus. Ich denke, vielleicht eine Weidner Hecke. Ja. Auf jeden Fall untypisch für die Gegend. Ja, sie mögen das Extravagante hier, das Besondere, das Ungewöhnliche, das, was kein anderer hat. Ja, gerade bei den Paligans könnt ihr auch erkennen, dass das nicht einfach nur ein Zaun aus Stahl ist, sondern der wurde sogar noch versilbert. Also, ist richtig dekadent. Welches ist die Villa der Willmanns? Hier wohnen die Paligans, nicht wahr? Richtig, da hinten. Ja, wir müssen ganz da hinten durch. Wir müssen an den Kugris noch vorbei. Und hinten an den Zornbrechts. Eigentlich gar nicht schlecht. Also, sollten die Farnas tatsächlich irgendwann mal wieder erwartend hier durchbrechen, dann erwischt es die Willmanns zuletzt. Naja, lasst es mich so sagen. Das haben sie schon oft versucht und es ist nicht das Tor, das sie aufhält. Sondern die Männer und Frauen, die es halten. Aber es ist immer wieder ein Spaß. Nun, Rafim, was könnt ihr uns denn über die Willmanns sagen? Tatsächlich habe ich persönlich mit den Willmanns wenig zu tun, bis gar nichts. Sind reich, sie wohnen auf dem Silberberg. Sollten sie nicht verärgern, aber... Auf wen trifft das denn hier nicht zu? Das...
Das ist ein bestechend guter Punkt an der Stelle. Naja, ich denke, das Beste ist, wenn ihr mit einem neutralen Eindruck dahin geht. Natürlich. Aber wenn euch jemand umbringt und ihr seid nicht daran schuld, dann schreit. Dann komme ich und helfe euch. Gut. Einverstanden. Denke, das kriegen wir hin. Ja, Jalan ist ja nicht da, also die Gefahr ist deutlich gesunken, das denke ich auch. Ja. Wann habe ich mich schon irgendwann einmal daneben genommen? Naja, wenn du dich noch an das Badehaus erinnern möchtest. Welches Badehaus? In der Stadt. Über das ich über die wir nicht mehr sprechen. Oh, ja, ja, das... Es tut mir leid, das war doch wirklich unabsehbar. Ich wusste nicht, dass das mit dem Wein nicht in Ordnung war. Ich dachte, Bier wäre da vollkommen angemessen, aber nein. Ja, genau das meine ich. Ich schreite mal auf das Tor der Willmanns zu und würde da anklopfen. Ja, wenn du an dem Gebäude ankommst, kannst du erkennen, wie wohl hohe Mauern davor sind und du klopfst gegen die Tür, es sind keine Wachen davor. Allerdings kannst du erkennen, dass es wohl einen Türklopfer gibt, und zwar eine Elefantenstatue mit einem großen Rüssel, den du nach unten drücken kannst. Ja, ich klopf mal kräftig mit dem Elefantenrüssel an die Tür. Ja, du drückst ihn nach unten, du hörst wohl, wie einige Kugeln im Inneren rattern, irgendein Mechanismus, der da wohl in Gang gesetzt wird, und er trötet dir so ein bisschen entgegen. Irgendwas Mechanisches ist da wohl im Inneren abgelaufen. Könnt ihr sicherlich Abel mir erklären, und nach ungefähr 2 Minuten müsstet ihr wohl warten, wird die Tür einen kleinen Spalt geöffnet von einer Person in dunkler Robe, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, und da blickt dich an. Raphim von der Basaltfaust, ich habe 2 Gäste, die euch gerne besuchen würden. Die stellen sich nun selber vor. Seid gegrüßt. Tarasunia Zulamin al-Shabra. Wir überbringen eine Einladung. Zeigt sie mir. Zulamin kramt eine von den Einladungen aus einer Tasche dieses grauen Gewandes. Ja, du siehst, wie sich eine fleischlose Hand dir entgegengestreckt wird. So ein bisschen, es sieht so verquollen rosa, würdest du sagen. Es sieht ein bisschen aus wie Kerzenwachs, und die zittrige Hand greift nach der Einladung. Zulamin hält sie hin, aber mit so ein bisschen Abstand. Des Weiteren hätten wir gerne jemanden gesprochen. Den Astrologen. Sein Kollegus schickt uns. Er öffnet die Tür einen Spalt weiter. Betrachtet dich und jetzt auch Boltax neben dir. Er wartet. Nun, es war ein Treffen mit dem Astrologen vereinbart, aber wir haben ihn nicht angetroffen. Wir werden sicherlich vorausgesehen. Denn er ist ja Wahrsager. Wartet hier. Damit drückt er die Tür wieder zu. Und ihr steht vor dem Anwesen der Willmanns. Wir machen weiter bei Diamantis. Du hast natürlich den ganzen Tag schon geübt. Mit dem Dolche gemeinsam wohl auch noch das ein oder andere besprochen. Mit Marix Fuchsecker, die dir dann noch den ein oder anderen Kniff mit Armbrüsten gezeigt hat. Du hast ihr die Belas demonstriert. Irgendwelche Abalonen, Abaletten, die hier vielleicht im Gott-Tempel gar nicht so anwesend sind. Aber du hast natürlich deine Sachen immer dabei. Und der Tag, ja, die Zeit vergeht. Schon sicherlich 3 Stunden trainiert. Wie geht's weiter? Ja, nachdem hier auch die letzte Schweißperle über die Stirn gelaufen ist, doch ein wenig lediert durch das ganze Training bin, trete ich einmal nach draußen, um in den Himmel zu schauen, denn beim Kampf verliert man ja schnell die Zeit aus den Augen. Wir schauen, welche Stunde wir denn gerade haben.
Ja, mit dem Blick in den Himmel ist das immer ganz schwierig zu sagen, aber wenn du dann nach vorne auf den Staub guckst, wie lange ist der Regen her, der ja sonst immer zur 12. Stunde fällt, da kann man dann schon als erfahrener Landfahrer die Zeit dann doch etwas besser ablesen. Ne? Also je nachdem, wie gut der Staub dann wieder angetrocknet ist, und du würdest sagen, 14., 15. Stunde, das, ja doch, also Mitte des Tages ist auf alle Fälle durch und ja, ein bisschen Zeit ist natürlich noch, aber man braucht ja auch noch grob eine Stunde zurück zum Schiff, also jetzt die Frage, was du noch tun magst. Er will ja, mein Training wäre fürs Erste beendet. Ich denke, ich bin ausgerüstet und trainiert für den morgigen Kampf übermorgen. Tja, das wollen wir doch wohl hoffen. Also, Abenteuer schön und gut, aber so ein Gladiatorenkampf ist dann wohl noch nichts für mich. Das tut ihr ja, wenn ich das verstanden habe, ohne hehres Ziel, oder?